Und herzlich willkommen zu Fallout Shelter bei Test the Apps. Ja, ich habe zwischendurch ein bisschen mich hier ein bisschen fortgepflanzt, sag ich mal. Wie ihr sehen könnt, haben wir ein kleines Mädchen. Da oben habe ich ein. Das müsste ein Junge sein, ne? Jo, das ist ein Junge. Sah ein bisschen uneindeutig aus. Und hier läuft irgendwo noch ein Kind rum, da an dieser Stelle. Feinen Damen sind schwanger geworden, haben unser Kind bekommen und wir haben sogar eine Leiste, wenn wir sehen, wann sie ausgewachsen sind. Das heißt, wir werden, ich weiß jetzt nicht, übermorgen, die Erwachsenen dabei haben. Noch drei zusätzliche, die dann arbeiten können. Ich habe jetzt letztens noch zwei losgeschickt. Einmal ihn mit der T-51A Power-Ausrüstung und der Laserkanone. Und den anderen, der ist jetzt unten im Lager derzeitig. Mit den beiden Sachen. Ich habe noch zusätzlich Rüstung bekommen. Einmal die Kampfausrüstung hier vorne. Und einmal hier oben noch die Raider-Ausrüstung. Ich werde die heute Nacht noch einmal losschicken. Damit sie halt noch ein bisschen mehr bekommen. Und ich muss immer schauen, dass ich meinen Generator ein bisschen hochkriege, weil das ist doch extrem heftig, was der verbraucht derzeitig. Ich muss ihn, glaube ich, auch nochmal erweitern. Da schaue ich gleich mal. Erweitere ich ihn nochmal. Okay, da passen nur. Ich hätte gedacht, der geht jetzt auf 3. Oh, Brand schon wieder. Oh ne. Raider-Kakerlaken, das heißt. Komm hier rüber. Die sind auf jeden Fall immer gut dabei. Besonders er ist halt gut ausgerüstet dafür. Klar, die beiden tauschen hier. Mir fehlt hier halt die Mannschaft dafür. Aber es läuft derzeit eigentlich relativ gut. Der Raum war jetzt nur blöd gesetzt. Hätte ich den vielleicht noch hier setzen können. Im zweiten Lager. Strom habe ich auf jeden Fall genug. Die kann leveln. Hier oben habe ich ein Krankenhaus hingesetzt, damit ich Bastin-Packs herstelle. Schauen wir mal, Ausrüstung. Wir haben noch einmal eine Raider-Ausrüstung. Das heißt, er könnte nochmal, warte mal, P und S, da muss ich mal wieder unten gucken. Auf mein schönes Schummelblatt, sage ich mal. Wasserzubereitung oder Restaurant, das heißt, wir machen ein Restaurant hier oben. Ne, er hat. Das heißt, irgendeiner von hinten wird das bekommen. Dann hat er auch noch eine Raider-Ausrüstung. Und dann werde ich mal schauen, wie wir jetzt über die Nacht noch alles hinbekommen. Der Strom ist relativ knapp. Das ist das Blöde, das ich habe. Und ich versuche die ganze Zeit über den Turbo einzuschalten, bzw. das Tempo, weil ich einen Erfolg brauche oder haben möchte. Gleich in 14 Sekunden kommt nochmal hier. Was haben wir da oben hier? Drei Tempos kriege ich nochmal 50. Grundkogner dazu. 6 erhöht auf 100. Das heißt, die müssen unter, ja, zum Beispiel jetzt so. 75, der könnte noch. Die könnte noch werden. Können wir noch einmal Tempo machen? 25% ist knapp. Aber machbar. Ja, wir haben es einmal geschafft. Nice. Da haben wir es. Da haben wir mal Kohle zwischendurch bekommen. Oh, wir sind Level 4. Wow. Oh ne, Level 5. Da habe ich doch noch ein Level gemacht vorhin. Jetzt haben wir erstmal ein bisschen Kohle wieder. Das heißt, normalerweise könnten wir was ausbauen. Aber ich wollte jetzt noch ein bisschen mit dem Fahrstuhl weitermachen. Das Lager. Dass wir ein bisschen lagern können. Weil trinken haben wir immer genug, Strom fehlt halt immer noch viel. Oh, einer ist auf 100 gestiegen, das ist natürlich nice. Hier haben wir wieder das. Kann ich nochmal den verbessern? 1125, das kriege ich eher über Nacht hin. Oh, 2 auf 100. Wenn ich abreiße, kriege ich nur 20 dafür, das war ja teuer, das Ding, ne? Das heißt, irgendeiner von euch muss hier 99, 100. Also sehr interessantes Spiel. Also es ist ja aufbauen und dann halt die Raiders losschicken, beziehungsweise seine eigenen Bewohner nach draußen schicken. Natürlich schickt man, habe ich jetzt vorhin zwei losgeschickt, habe natürlich, das habe ich bekommen, 60, 70 Kronkorken ungefähr. Und halt die ganze Rüstung noch zusätzlich.
Bin jetzt noch drauf und dran zu schauen, dass ich. Ne, falsche Seite. Noch eine Waffe bekommen, die ich verkaufen kann. Beziehungsweise wirklich so eine ganz schlechte. Oder eventuell dann noch einen dritten losschicken werde, weil ich gedacht habe, gucken, was die Kinder machen. Dass ich schaue, vielleicht, dass ich die Kinder nach draußen schicke und auswechsle. Aber da bin ich mir auch noch nicht ganz sicher, wie ich da vorangehen möchte. Die beiden würde ich gleich nochmal loslassen, nachdem wir das letzte Stimpack gemacht haben. Das ist jetzt so nach der Aufnahme. Und dann werde ich auch Feierabend für den ganzen Tag machen. Das heißt, ich habe jetzt drei Folgen. Alles die dritte, vierte Folge. Die das rauskommt. Da werde ich sie nochmal in die Privatsphäre schicken hier oben. Ich wollte eigentlich hier nochmal einen dran bauen, aber da glaube ich nur zwei Räume kombinieren, ist das relativ blöd. Eventuell werde ich den Raum lassen, aber den austauschen, noch hier rüber schicken. Weil ich den doch wirklich löschen. Ja, gucken. Vielleicht tue ich den Diner hier unten hinsetzen. Haben wir denn so viel Kohle? Dass ich den Diner da einsetzen kann. Die Jungs mal eben in den Diner schicken kann. Und dann den Abreißer noch zusätzlich, dass ich hier vielleicht noch eine Privatskammer mache. Oder hier hinten noch einen Fahrstuhl, da muss ich mal schauen. Dass hier unten hier arbeiten, da habe ich einen Doppeldiner. Dass ich vielleicht hier hinten noch einen Fahrstuhl mache, da muss ich mal gucken. An der Stelle. Einen Fahrstuhl mache, damit ich den verbunden habe, damit ich diesen Raum wegbekomme an der Stelle. Und dann vielleicht nochmal eine Doppel machen kann. Doppelraum. Dass das hier einer ist, der eine ist, dann haben wir auf die Fälle. Und dann hier wieder Flächen drunter noch einen Diner setze. Also es ist relativ eigentlich, wo was ist, weil sie kommunizieren mit allem. Das heißt, ich brauche hier nur draufklicken und habe meinen Strom an der Stelle. Wenn ich ihn brauche, 310%, ey. Ja, ich habe damals das Ding hier zu früh hochgelevelt. Ich hätte da noch warten können, weil hier halt nur zwei arbeiten, aber die Effektivität dadurch ist extrem angestiegen. Der ist natürlich jetzt hier ab, der ist. Da ist nichts, das heißt, wir bauen hier schon mal einen Fahrstuhl hier vorne. Oh, gleich einen doppelten. Das ist gut, können wir noch einbauen? Okay, 250. Müssen wir noch ein bisschen warten, wir können noch Steine aufräumen. Das mache ich dann morgen, wenn ich schaue, was sie hier erfarmt haben. Werde ich ihn wieder losschicken. Und wo habe ich den zweiten mit der Knarre? Ist der beim Generator? Ne. Wo ist er denn hin? Ach, der ist ja bestimmt im Lager. Im Lager ist er. Na, Strom ist gleich wieder ready. Ja, Strom ist immer so Knappheit. Also wir haben gerade plus minus Strom. Das heißt, wenn unsere Produktion von Strom unten ist, zerfällt alles nacheinander. Ich könnte den. Kann ich den nicht abschalten? Ne, das ist Barke. Wie konnte ich das abschalten? Ja, auf jeden Fall. Ah ne, die schalten sich automatisch auf Low. Ja, jetzt kommt wieder Strom rein. Das heißt, der Raum sind derzeit, den ich benutze, werden dann natürlich ausgegangen. Mal gucken, was jetzt entarbeitet. Oder schicke ich ihn schon mal. Ja, Wasser habe ich eigentlich genug. Da kommt irgendwie super mit aus. Dich auch schon mal nach oben. Oh, Essen haben wir nochmal. Ja, da haben wir auf jeden Fall genug. Jetzt kommt der noch. Kann man den. Kann man zwei machen? So, erkunden. Kriegt auch zwei mit. Dann verschwinde du auch mal mit nach draußen. Dann bin ich mit dir einen schönen Aufenthalt. Dann mal raus. Ich bin auf alles vorbereitet. Hoffen wir mal. Level 4 mit einem Raid. Kronkorken habe ich noch keine gefunden. Ich bereue es, hier rausgekommen zu sein. Daraus muss es doch etwas geben. Er hat zwei Stimpacks, da wird er auf jeden Fall mit auskommen. Er hat ja auch gute Rüstung dabei. Ich hoffe mal, dass ich über Nacht was Gutes finde. Und sonst ist eigentlich nichts. Also,
Es ist eine wunderschöne App, muss ich sagen. Ein wunderschönes Spiel nebenbei gegenüber. Fallout 4, wo wir drauf warten müssen. Traurig gesagt. Und ist eine Abwechslung auf jeden Fall wert. Klar, sicher. Es wird sich nachher darauf rausziehen, dass vielleicht noch Raider hier reinkommen. Und einen stürmen wollen. Und man halt ein bisschen mehr sammeln muss. Sicher, das kann alles vorkommen. Wie wir das so sehen. In der Höhe eine Special Session von 5 Leuten. Das heißt, es wäre dem Zufall, wenn ich jetzt so machen würde, kann ich das sowieso. So geht's auf jeden Fall nicht. Oder? Ne. Zeichnet mir nicht an. Ach, Tagesbericht, genau. Da kann man hier so ein bisschen sich, glaube ich, was extra holen. Das habe ich heute verpasst. Das kommt erst bei mir. Oh, da können wir einen holen. Der nächste. Oh, da wieder zwei Runden. Oh, Level 6 schon. Habe ich noch eine Rüstung eigentlich gehabt? Ne, ich habe nur Waldanzüge noch. Okay. Ah, da, das ist das Einzige, wo die nicht mit klarkommen. 33%, das wäre zu riskant. 29% ist. Ne, noch 15. Da habe ich auch vorher schon gefailt. Und ich habe keinen mit. Keinen mit Waffe hier. Das heißt, das nächste, was ich am besten finden müsste, wäre jemand mit Waffe. Aber nochmal. Ja, und die alte muss auf jeden Fall immer ein bisschen hochkommen. Die war nämlich ziemlich niedrig auf alles. Und jetzt hat sie über die ganze Zeit halt Level 4 bekommen. In der Wasseraufbereitung. Ich habe noch. Ich könnte zu den Generatoren stecken. Zu den Baracken hat er natürlich ein Charisma. Ja, gut, der ist auch für die. Für das auch zuständig, ich glaube. Ich werde den noch einmal Stimpaks machen lassen und dann zusätzlich auf den Strom schicken. Weil das ist doch relativ knapp. Jetzt warten wir ab. Schauen wir, was die beiden ums Mittleren. Boah, 25 Grundkong hat der schon gemacht. LOL. Die ist so gut wie tot. LOL, der hat schon 25. Das ist natürlich nice. Erfahrungen machen die auf jeden Fall gut. Ein Schaden 25, ja, sie haben ja Stimpaks dabei. Das ist ja das Wichtigste, was wir brauchen. Stimpaks. Ja, Generator und Diner. Diner brauchen wir derzeit hier nicht. Was wir jetzt, was ich mir versuchen morgen holen werde, oder halt die Tage, ist Forschungsstation, damit wir Radiation bekommen. Also Radaway. Oh, da ist das nächste. Jetzt werden wir der nebenbei laufen lassen. Und er geht jetzt zu den Generatoren, damit wir noch zusätzlich Strom bekommen. Weil das kann nebenbei laufen. 31 Minuten ist vollkommen okay. Wenn man da ab und zu mal vorbeischaut. Wie man sieht, 3 Minuten noch. 4 Minuten. Das braucht natürlich länger. Produziert natürlich aber auch massenweise. Als gegenüber den hier. 24%, wir können es riskieren. Und es hat funktioniert sauber. Hat Astra geklappt. So, ich wollte noch einen Fahrstuhl holen. Darunter. Damit ich mich kümmern kann, dass der Raum hier nach da unten kommt. Und der hier frei wird. Und da muss ich natürlich noch einen Raum anschließen. Wäre noch ein Generatorraum, dass ich zwei Generatoren rum nebeneinander habe. Ah, das wird auf jeden Fall klappen. Na gut. Wait an. Ach du Scheiße. Ach du Kacke. Das ist natürlich blöd. Ich glaube, das wird echt schwer werden hier. Also ich habe Stimpaks, Gott sei Dank.
gucken, dass wir auf jeden Fall ein paar dahin kriegen hier. Gehen wir kurz in die, damit ich den Vorderraum clearen kann. Aber wie lange halten die wohl aus? Das ist natürlich echt schwer hier. Oh, das ist natürlich jetzt heftig, dass wir nur Raiders kriegen hier gerade. Geh du mal hin, dahin und geh du mal dahin. Ich muss gerade meine Stromproduktion ein bisschen runterziehen. Ach du Scheiße. Einer schon tot. Oh. Ich brauche definitiv ein paar Leute, die mich schützen. Komm, geht erkunden. Ich weiß, sie wären gerade wiedergekommen, passend, aber ich glaube, wir schaffen das auch so. Wollen die hin? Okay. Geh du mal wieder dahin. Ich muss jetzt gucken, ob ich die passend über wieder drin habe. Was ist hier gewesen? Generator. Okay. Du schau mal in den hinteren Raum rein. Oh, beide kaputt. Alles klar. Nimm nur noch ein Stimpack. Und du auch noch eins. Mach den kalt. Oh, oh. Okay, hier sind auch noch welche. Hab ich noch ein Stimpack? Ich hab noch eins. Das letzte Stimpack hier nehmen. Den kann ich ins Restaurant definitiv schicken, oder? Ins Restaurant oder ins I, in die Forschung. Scheiße. Schafft die das wohl? Was hatte ich mit ihm jetzt vor noch? Ach, Generatoren, genau. Komm. Haut ihn kaputt. Mach die platt. Jawohl, wir haben sie geschafft. Ach, du ahnst es nicht, ey. Was ein Aufwand. Gut. Dann würde ich sagen, die Folge hat etwas länger gedauert, weil wir im Raider-Angriff waren. Es tut mir auf jeden Fall sehr leid. Ich werde mich jetzt darum kümmern, dass hier alles noch wieder läuft. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bis zum nächsten Mal. Euer Flash-Shooter und nicht vergessen zu bewerten. Und wenn ihr noch Bock drauf habt und nichts verpassen wollt, so abonnieren. Bis dahin. Tschüdelü mit Test, der App und Fallout Shelters. Tschüss.